Liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium, bevor an eurer Schule Antigentests durchgeführt werden können, gibt es einige Regeln, die immer eingehalten werden sollten. Deshalb gilt grundsätzlich, die Schüler kommen gemäß dem schulinternen Hygienekonzept in die Klassen. Wichtig ist, dass das Klassenzimmer zu jeder Zeit ausreichend belüftet ist. Notwendig ist zudem ein Müllsack, der zum Schluss zugeknotet werden kann, sowie ausreichend Desinfektionsmittel. Für die Teilnahme am Unterricht ist entweder das Vorlegen eines negativen Antigentests oder aber die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten notwendig, um einen Schüler auch noch vor Ort testen zu können. Zu beachten gilt auch, dass es zu kleinen Unterschieden in der Anwendung der Tests kommen kann. Deshalb muss unbedingt zuvor der Beipackzettel gut durchgelesen werden. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben ein kurzes Video für euch gedreht, damit alle Schüler und Lehrer ab sofort wissen, wie sie sich selber testen können. Zu Beginn ist es wichtig, dass ihr euch alle einmal gründlich die Nase putzt, aber das bitte, bevor ihr das Klassenzimmer betretet, dass wir nicht so viele Aerosole im Zimmer haben. Das Land Baden-Württemberg hat verschiedene Antigentests angeschafft, alle aber nur für den nasalen Abstrich. Und alle bestehen aus drei wichtigen Komponenten: einem Wattestäbchen, einem Röhrchen mit einer Pufferlösung und einer Kassette. Als nächstes bereiten wir unsere Testumgebung vor und sorgen dafür, dass alle drei Komponenten zur Hand liegen. Dann nehmt ihr die Testkassette und seht hier zwei Einkerbungen. Diese dürft ihr aufreißen. Solltet ihr das nicht schaffen, könnt ihr gerne eine Schere zu Hilfe nehmen oder euren Lehrer um Hilfe bitten. Als nächstes holt ihr die Testkassette aus der Verpackung und schreibt auf der Rückseite euren Namen und eure Klasse oder eure Schülernummer. Das kommt ganz auf eure Schule drauf an. Und übrigens, in der Verpackung befindet sich auch noch ein Trocknungsmittel. Das ist nicht zum Spielen geeignet. Bitte lasst es in der Packung zurück und werft es weg. So, als nächstes nehmt ihr dann euer Wattestäbchen zur Hand. Die Verpackung des Wattestäbchens ist mit einer Plastikseite und einer Papierseite ausgestattet. Auf der Papierseite befindet sich außerdem noch ein blauer Pfeil. Diesen haltet ihr von euch weg und lasst ihn am besten zur Decke nach oben schauen. Mit einem kurzen Ruck stoßt ihr das Wattestäbchen durch die Papierseite. Klappt anschließend beide Seiten nach unten, sodass ihr das Wattestäbchen wunderbar heraus- und wieder hereinstecken könnt. Nach dem Abstrich haben wir alle Hände voll zu tun. Deswegen zeige ich euch jetzt einen kleinen Trick, wie ihr alles zusammen unter einen Hut bekommt. Dafür nehmt ihr das Wattestäbchen und klemmt es zwischen eurem Ringfinger und dem Mittelfinger ein. Im Anschluss nehmt ihr das Röhrchen und platziert es zwischen dem Zeigefinger und dem Daumen. Schaut dabei, dass es guten Stand auf der Tischplatte hält und nicht umfallen kann. Jetzt schrauben wir die gesamte Kappe ab. Für die Kinder, denen der Doppelgriff zu kompliziert ist, gibt es noch einen weiteren Trick, den Wäscheklammern-Trick. Auch hierfür schraubt ihr die komplette Kappe ab und befestigt die Wäscheklammer ganz weit oben am Röhrchen. Jetzt könnt ihr ohne Probleme die Wäscheklammer abstellen und es fällt nichts mehr um. Jetzt kommen wir zum spannenderen Teil. Wir machen den Nasenabstrich. Um zu verhindern, dass sich die Aerosole im Klassenzimmer ausbreiten, ziehen wir die Maske nur so weit herunter, dass der Mund weiterhin bedeckt bleibt. Dann nehmen wir das Wattestäbchen aus der Verpackung und kreisen in jedem Nasenloch fünfmal. Dabei sollte das Wattestäbchen etwa 2 cm in die Nase eingeführt werden. Da die Innenseite der Nase empfindlicher ist, versucht möglichst weit an der Außenseite entlang zu fahren. Denkt daran, das Stäbchen in beiden Nasenlöchern zu kreisen. Falls ihr unsicher seid, ob das Wattestäbchen weit genug in der Nase ist, fragt einfach bei eurem Lehrer nach. Jetzt gebt ihr das Wattestäbchen in die Pufferlösung und bewegt es einige Male hoch und runter. Währenddessen knetet ihr das Röhrchen am besten ein bisschen. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr das benutzte Stäbchen zurück in die Verpackung stecken. So, das Stäbchen hat jetzt seine Arbeit getan, das könnt ihr jetzt zur Seite legen und schraubt die Kappe anschließend wieder auf unser Röhrchen. Nun sind wir endlich bereit zu testen. Schraubt hierfür die oberste Kappe des Röhrchens ab und droppt 3 bis 4 Tropfen in das kleine runde Feld. Nach kurzer Zeit läuft jetzt die Flüssigkeit auf dem Balken nach oben. Wenn ihr den Test richtig durchgeführt habt, seht ihr beim Buchstaben C eine dunkelrote Kontrolllinie. Nachdem alle Tests erfolgreich durchgeführt wurden, gibt es auch zum Schluss noch einige Punkte zu beachten. Der gesamte Müll, welcher durch die Tests entstanden ist, wird im Anschluss an die Testungen eingesammelt und entsorgt. Anschließend müssen unbedingt alle Tische sowie Hände gut desinfiziert werden. Ist alles geschafft, kann der Unterricht endlich beginnen.
Aber bitte denkt daran, auch wenn alle negativ getestet wurden, gilt es, die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten. Das bedeutet Maske tragen, Abstand halten und lüften, lüften, lüften. Habt einen schönen Schultag und bleibt gesund!